Nett von ihm. Was ist los, Jaden? Nächster Levelabschnitt und weiter geht's. Nichts, womit ich überfordert wäre. Gut, ich hatte ein wenig Ärger, aber ich bin gleich oben in der Kramkammer. So, jetzt freu ich sein. Ich frage mich, warum das Imperium hier überall ist. Gib mir ein bisschen Glas. Treffen wir den? Treffen wir den? Jawohl. Und er ist nicht dort. Das gibt's doch nicht. Stirb! Geht doch. Sterbi. Genau das. Mhm. Hat der gerade seinen Kollegen abgeschossen? Scheint's noch nicht. Noch ein Gegner. Schnell gebrutzelt und Ahnungslosigkeit. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Tja. Ja, es gibt nur eine Tür, also von daher. Einmal Quick Save. Bist du neu hier? Ja. Du hast eine gute Wahl getroffen. Hm. Der Meister, ich laufe jetzt mal zum Sand. Er sensiert uns zum Ruhm. Ja, man konnte den beiden noch kurz bei ihrem Gespräch lauschen. Und den ersten haben wir gekillt. Und den zweiten ebenfalls. Hervorragende Arbeit. Wir haben nicht einen Punkt Schaden genommen. Das ist ja gut. Das heißt, wir können uns sogar zwei Siths gleichzeitig stellen. Und der nächste erwartet uns bereits. Auch dieser hat keine Chance. Nämlich durch taktisch kluges Stil verändern des Kämpfens konnten wir ihn überraschen und niederstrecken. Episch angesagt. Naja. Oh, man kann auch so cool seitlich springen. Oder sich seitlich rollen. Das mache ich so selten. Das mache ich später, wenn ich zwei Laserschwerter habe. Dann macht es deutlich mehr Spaß. Ich kämpfe auch lieber mit zwei Laserschwertern als mit einem Doppellaserschwert. Sieht irgendwie cooler aus. Finde ich. No. Außerdem erfordert es mehr Geschick, mit zwei Laserschwertern zu kämpfen, als mit einem Doppellaserschwert. Das würde ich jetzt so direkt nicht sagen. Doch, doch. Es ist viel unvorhersehbarer, wenn du mit zweien kämpfst, als mit einem Doppellaserschwert. Hm. Egal, wo du mit der einen Klinge hinschlägst, die andere folgt auf jeden Fall. Bei zwei Laserschwertern ist das nicht der Fall. Da kannst du das eine unabhängig vom anderen bewegen. Ja, aber wenn du bei einem Doppellaserschwert eine falsche Bewegung machst, kannst du dir schnell die rüber abpacken. Ja, mit zwei nicht. Nein. Weil du weißt ja, du kannst ja deine Arme kontrollieren, aber wenn du den das Doppellaserschwert falsch kontrollierst, wenn du eine blöde Bewegung machst, dann kann es schnell passieren, dass du dich irgendwie auf einmal selbst absäbelst. Naja. Das Teil hier am Boden macht ein lustiges Geräusch. Hm. Wie eine Maus. Oh, wird schon wieder dunkel. So, wieder mit Stiländerungen überrascht und erfolgreich besiegt. Hier geht es nicht weiter, das heißt, wir benutzen den Lift. Der uns hoffentlich nach oben bringen wird. Mit einer brisanten Geschwindigkeit. Ui. Weit kommst du nicht. Eieieiei. Schon wieder zwei Sith. Die sind aber viele. Aber macht ja nichts. Ist schön, mal ein paar Laserschwertkämpfe zu haben. Ja, man konnte gerade sehen, dass die auch eine Machtfähigkeit haben. Ja. Ich hätte früher mal auf Absorption schalten sollen. Um die Macht einfach von ihm zu klauen. Ja, weißt du, warum ich dir gesagt habe, du sollst die Fähigkeit nehmen? Das war eben... Nein, Entzug. War das, was ich eben genommen habe. Was ist ein Entzug? Lebensenergie vom Gegner klauen. Oh, das ist ja cool. Ja, ist schon cool.
So, den hätten wir auch erledigt. Fehlt nur noch dieser fliegende Idiot. Och, geh doch einfach drauf. Die sind ja so nervig. Also die Fliegenden sind echt schlimm. Ich glaube, dem kommt man am besten einfach auch mit Schusswaffen. Ich bin jetzt in der Burg. Sieht aus, als hättest du dich hier unten um alles gekümmert. Wo bist du gerade? Geh weg, Huhn. In einem Hangar. Okay, dann bin ich gleich bei dir. Wo bist du gerade? In einem Hangar. Okay, dann bin ich gleich bei dir. Es gibt ja nur einen. Natürlich, weißt du das etwa nicht? Erstmal wieder Energie tanken. Nee, wusste ich bis jetzt nicht. Eine defekte Liftsteuerung. Und nochmal Energie. Cool. 100 Leben, 100 Energie. Und es geht so gut. Das ist ja toll. Dummerweise kommen wir hier gerade nicht weiter, weil der Lift oben ist. Ah, hier hat mal wieder jemand was gestapelt. Ah, ich bin ein Idiot. Ach, Kacke. Ups, sorry dafür. Mann, ich hab vergessen, Kohle mitzunehmen. Ein Ofen ohne Kohle macht so viel Sinn. Ach ja. Ja, hat man die Machtfähigkeit Absorption aktiviert, kann uns der Machttyp gar nichts, weil wir jede Machtfähigkeit von ihm einfach in eigene Machtpunkte umwandeln. Das ist ganz lustig. Boah, ist ein langes Level. Hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Oh, der erste Sith mit zwei Laserschwertern. Das könnte gemein werden. Na komm, Herr Kleiner. Ja, ich bin schwach, ne? Aber nicht genug gelehrt. Stopp! Gekonnt angegriffen, während er sein Lichtschwert geworfen hat und er wehrlos war. Gemein. Greifst du jemanden an, der wehrlos ist? Ja, so bin ich. Gemein und gemein. Die Szene hier ist auch nett. Hier kommen einfach nacheinander Gegner raus. Und greifen uns an. Wir müssen die Gegner besiegen, um weiterzukommen. Glaube ich. Oder muss man die gar nicht besiegen? Bin mir gerade gar nicht sicher. Killer-Druiden. Aua. Ja. Wir müssen warten, bis unsere Macht sich aufgeladen hat. Greifen sie damit den Machtblitz an. Leider nicht beide gleichzeitig. Aber wir nehmen einfach mal die Shotgun. Und haben beide Druiden erledigt. Mal sehen, was das letzte ist. Oh. War ja klar, Laserschwert schwingende Druiden. Vermutlich Trainingsdruiden. Hilfe! Boah. Einen haben wir besiegt. Gelbe Laserschwerter. Um ihn herumgelaufen, um ihn zu verwirren. Er hatte keine Chance. Die KI hat versagt. Energie. Und weiter geht's nach oben. Still geworden ist er. Ich? Ja, du. Genau. Du sagst nichts mehr, Doris. Du bist so langweilig. Ich wollte mich jetzt nicht extra bemühen, nur Schwachsinn zu labern. Oh, das hier scheint der letzte Raum zu sein.
Eieiei. Stark, aber wir haben den Machtkampf gewonnen. Noch einer. Jawohl. Der hat aber viel Leben. Aber der hat keine Chance. Hoffe ich. Jetzt hat er uns doch ein paar Mal getroffen. So etwas Blödes. Na, komm schon. Ich werde dich vernichten. Jawohl. Das war's für ihn. Oh, da ist gerade ein Gegner durch die Gegend geflogen. Gegner durch die Gegend. Da mochte jemand Vader nicht sonderlich. Und hier liegt Obsidian rum, wie es aussieht. Obsidian? Ja, ein sehr schwarzes Material. Hm. Auf zur Tür. Deaktivieren wir mal das Laserschwert. Um es wieder zu aktivieren! Wurdest du gerade in einem schlechten Moment angegriffen? Nee, war vorhersehbar.